mal so reinlunzen? Hallo? Au, au. Da bin ich jetzt gerade hingerannt, weil ich nichts verpassen wollte. Sollte schon wieder Lichter anmachen? Können wir die erstmal auslassen? Oh. Ist ein anderer Zug gegangen? Nee, wir sind nicht da. Nein. April. Heute Morgen habe ich diese kleine Kollektion leerer Flaschen gefunden. Ich habe heftig darauf reagiert. Ich weiß, dass es früh für ihn besonders schwierig ist. Oh. Aber er sollte es verdammt nochmal besser wissen. Mit einem Kleinkind im Haus. Das ist einfach verantwortungslos. Dann sind wir in ihrem Räumchen. Naja, okay. Machen wir halt jetzt nochmal das Licht an, oder? Passiert aber nichts. Und der Klappfahrt auch aufgehört. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Das ist eine schöne Entwicklung. Endlich mal was Positives. Als ob. Jo. Da hatten wir nichts mehr, oder? Nö. Ja gut, dann weiter. Hat man das? Das hat man, ne? Ja, das hat man. Entschuldigung. Farbe. Von wo nach wo, frage ich mich jetzt. Hier fängt's an. Boah, gab's auf jeden Fall eine kleine Pause. Was? Okay. Ich wollte gerade sagen, das wird sie tun. This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Was wollte ich sagen? Ich wollte gerade sagen, das Bild sieht auch wieder cool aus. Aber ja, mit dem Gehstück da drin. Boah, nicht unbedingt. Oh Mann, ey, das macht mich gerade. Warum drücke ich denn so schnell, ich Depp? Ich gucke gerade nochmal nach da hinten, wenn sich hier so viel verändert hat, ob sich da hinten was verändert hat. Nein. Gut. Ja, ich spiele, also ja, egal. Machen wir einfach mal weiter und ich gucke mal, ob es den nächsten großen Punkt gibt, wo dann hoffentlich ein Speicherpunkt. Danke. Punkt ist. Was soll dieser Raum denn hier? Ah, das soll dieser Raum. Entfesseln Sie Ihre innere Schönheit mit dem neuen Glamour-Fusions-Max. Sagen Sie Lebewohl zu Akne. Ach, na, Aknenarben. Entschuldigung. Sagen Sie Lebewohl zu Aknenarben, vergrößerten Poren und anderen unangenehmen Hautproblemen. Der neue Glamour-Fusions-Max. Concealer wird Ihrer Haut ein gesünderes Aussehen sowie ein sanfteres Gefühl geben. Betrachten Sie es nicht als ein Abdecken von Unzulänglichkeiten, sondern als das Entfesseln Ihrer inneren Schönheit. Willkommen auf dem Beauty Palace, hier beim Beauty Channel und so weiter. Ne? Wisst ihr Bescheid.
schön dick auftragen in diesen Fusionsmax da. Das Mix hier. Ja, was haben wir hier? Nix. Warum mache ich es dann trotzdem immer wieder auf? Cool. Hä? Aber dann ist der Raum sinnlos. Wenn jetzt nicht gleich was passiert, von dem ich fast ausgehe. Hä? Okay. Hallo? Oh, ich stehe nicht in der Tür. Oh. Ja. Da kommen Stimmen raus. Nee. Nee. Oh, da. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Ja, okay. So. Und so rum. Ja, was soll man dazu sagen? Wenn sie es doch will, lass es doch machen. Ja, können wir erst die... Boah, wie Kaffee... Wie Kaffeemühlen, wollte ich sagen. Kaffee malen, Entschuldigung. Ja, wir müssen vermutlich erst was auflegen. Hallo. Mach mal gleich. Nee. Knall? Nö. Oh, ja, das ist unser Bein, oder? Prothesendiebe, nimmer satte Bastard. Er kann mir keine neuen kaufen. Warum das beschissene Bein? Bäh. Eklig. Stell dir vor, du hast so Viecher in deinem Holzbein. Termiten zum Beispiel. Ja, ich glaube, hier geht's erst weiter. Wenn wir die Platte auflegen. Und ich glaube, das nehme ich als Anlass, um die Session hier zu beenden, weil ich, wie gesagt, ziemlich fertig bin und da hilft das Spiel gerade nicht sonderlich. Naja gut, ich sage einfach mal bis gleich oder so und auf jeden Fall hier schon mal vielen Dank fürs Schauen, euer KV. Ein wunderschönes Hallo bei Layers of Fear. Ja, es ist immer wunderbar, wenn man quasi eine neue Aufnahmesession startet und es ja ganz normal die Aufnahmesession ist, ne, die man hier so beginnt und man auch gar nicht mitteilen möchte, dass man halt einfach im Vorfeld schon eine Stunde lang gespielt hat und die Aufnahme einfach mal hops gegangen ist. Und deshalb überlegt man sich halt, ja, okay, was sagst du, machst du einfach weiter hin und her. Ist ja blöd, wenn du dann erwähnst, ja, hier, das kenne ich schon alles. Deshalb mache ich das jetzt auch gar nicht, ne? Also, wir gehen hier nahtlos weiter und ich habe, wie gesagt, noch nicht eine ganze Stunde weitergespielt, ohne irgendwie aufzunehmen. Es ist, ja, furchtbar. Ich weiß gar nicht, wie das dann jetzt eben laufen wird. Weil ich halt leider ein, zwei Sachen schon kenne. Die kann ich dann jetzt eben nicht aus meinem Gedächtnis verbannen oder auslöschen. Das wäre super, wenn das ginge. Und ich möchte halt euch auch nichts vorspielen schon, ne? Hier das Spiel, Layers of Fear. Aber eben so nichts vorspielen von wegen, oh, das habe ich jetzt aber überhaupt nicht erwartet. Aber kannte ich es schon. Ich werde mal schauen, was ich da jetzt mache. Wir werden dann vielleicht bisschen zügiger durchkommen zu den Punkten, bis zu dem Punkt, wo ich eben dann schon war. Und ich denke mal, so wie ich es bisher erlebt habe, bietet das Spiel aber trotzdem auch noch genug Material, als dass wir jetzt nicht irgendwie die Stunde da kompensieren müssen und nur noch 10 Minuten neues Spiel haben. Ne?
Ach so, und ja, wem es aufgefallen ist, das Bild ist schöner geworden. Ich habe die Kamera rausgenommen, ich war irgendwie nicht ganz einverstanden damit. Die hat es ein bisschen gehakelt, das Bild war nicht so in Ordnung. Ne? Und jetzt eben auch, dadurch, dass ich schon eine Stunde gespielt habe, ist es sowieso witzlos, weil ich mich auch nicht mehr groß erschrecken werde. Deshalb ist sie jetzt erstmal wieder weg und ich werde jetzt auch nur aufnehmen, dass dann eben, ja, morgen, eigentlich schon heute, 2.20 Uhr jetzt gerade, sprich heute dann die Folge erscheinen kann. Ja, und dann lasse ich eine Woche Zeit logischerweise und werde dann wieder aufnehmen. Ich hoffe, dass ich ja vielleicht doch ein, zwei Sachen eben vergessen habe. Wir werden sehen. Auf jeden Fall kann man hier jetzt mal Mund an der Kurbel drehen. Oh, das ist immer noch so blöd. So. Ich denke, das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Und es ist nach wie vor cool. So ein geschmolzenes, abgebranntes Irgendwas-Zimmer. Passt sich halt logischerweise ein bisschen in die Geschichte ein. Und was haben wir? I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Ja, warum hat der Gute nicht über eine Spritze nachgedacht? Naja, also wir hatten jetzt ja schon das Teil, die Leinwand, jetzt eben das Blut dazu. Und ich hatte ja schon die Vermutung geäußert, dass er da eben seine Utensilien zusammensammelt, um ein Bild zu malen. Oder vermutlich eben irgendwie versucht, seine Frau wieder hinzubiegen in seinem Wahn. Und ich frage mich gerade, was das für ein Bild ist, was hier reflektiert wird. Das ergibt gerade gar keinen Sinn. Wenn das die Reflexion von da ist, ergibt es keinen Sinn, weil das ja reflektiert wird. Es ist irgendwie gerade merkwürdig. Auf jeden Fall cool, dass es überhaupt eine Reflexion gibt. So, und wir kommen hier nicht mehr raus, solange das alles geschmolzen ist. Deshalb klicken wir da hier einfach mal drauf. Und kurbeln wieder. Na komm. Warum? Jetzt klack. Na, also. Dumbling all around, dumbling all around, dumbling all around. So funny. Dumbling here and there, dumbling everywhere, and I must declare. I stepped right on her toes, and when she bumped my nose, I fell, and when I rose, I felt ashamed. Dumbling all around, dumbling all around, dumbling all. Ach ja, wunderbar. Jetzt haben wir wieder eine ganz normale Bude. Und können hier dann auch wieder raus, oder? Ja, doch. Na komm. Darf ich vielleicht? Danke. So. Hier hat man nichts, glaube ich. Hallo? Doch. Darf ich? Jetzt. Ah, oh, mal die Tür auf hier. Jetzt, komm, renn mal einfach gegen. Und es ist nichts drin. Ich muss hier gerade mal die Maus wieder in Ordnung bringen. Das Mauspad hat sich beim Kurbeln versucht zu verabschieden. So, Klappe zu. Naja gut, dann laschen wir mal wieder raus hier. Ja. Mach mal danach die Tür zu, komm. Ordnung muss sein. Hier genauso. Licke die. Ja. Was haben wir da? Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work. That's all. Mhm. Was auch immer das ist, das wüsste ich gerne. Irgendeine Flüssigkeit, hier steht ja nichts weiter drauf. Some liquid courage for you, Grant Art Open.
irgendwie, ja, einfach nur ein Fläschchen. Und da darf man eigentlich jetzt gar nicht hinschauen, wenn ich das richtig sehe, weil schon ein, zwei Bilder eingesammelt wurden, die man leider erst später sieht. Aber naja. Ja. Es wird auch nicht besser. Und ich vermute mal, dass es hier eine Art Porträt wird. Hier hat man so die Nase. Ne? Und es hat so diesen Porträt-Look ein wenig. Also, dass das hier so die Schultern sein könnten. Hier oben das Gesicht. Das würde passen von der Platzierung her. Naja, und jedenfalls haben wir hier ein neues. Ja. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Eine neue Kiste. Ich bin durch den Gefäß, genau derselbe Text, den wir eben hatten. Und wenn wir jetzt schon hier sind, das haben wir alles durchgesucht, da brauchen wir nicht nochmal nachschauen. Das kennen wir auch schon. Ich ertrage es nicht, dich so zu sehen. Es geht dir nicht gut. Du schwitzt und zitterst die ganze Nacht und hier bist du nun wie üblich eingesperrt in deiner Werkstatt. Dieser ganze leidende Künstlerunfug hat jetzt aufzuhören. Sagt die gute Dame vermutlich. Aber naja, dann haben wir das, denke ich. Ja. Danke. Hier waren wir auch schon mal. Und das hatte ich tatsächlich schon vergessen. Bin auch tatsächlich, glaube ich, hier hingelatscht und habe versucht, das Türchen aufzumachen. Ach, es ist immer noch unangenehm. Und das hier ist zu. Naja. Die Tür ist ein wenig zu. Da war ein Bild, ich weiß leider nicht mehr welches. Das hat man mitgenommen. Da braucht man nicht schauen. Ist nichts weiter drin. Da vorne kommen wir nicht weiter. Hier kommen wir nicht weiter. Und hier haben wir die schöne Freizeitgestaltung der Leute. Ja. Na gut, dann laufen wir gerade noch mal ein bisschen weiter. Ich muss mal schauen, wie wir das dann machen. Weil ich ja, wie gesagt, nur für die Folge aufnehmen wollte. Drin. Der sieht komisch aus. Naja. Was? Ja. Ja. Wie dem auch sei. Ich nehme ja nur für die Folge auf hier jetzt gleich und dann schaue ich nochmal. Hier haben wir noch etwas. Über einen Jungen, der in einer Höhle aufwacht. Er findet eine mysteriöse Nachricht und eine Pistole. Dann reist er durch verschiedene Umgebungen, Wald, Felder, Fluss. Schließlich gelangt er zu einer kleinen Hütte im Wald, wo sich herausstellt, dass dies alles nur ein Produkt seines Unterbewusstseins gewesen ist, hervorgerufen von einer traumatischen Kindheitserinnerung. Er tötete den Mann, der seinen Vater ermordet hat. In der Realität sabberte er in einem Irrenhaus vor sich hin, wo er die ganze Zeit gewesen ist. Verstehst du? Der Angelpunkt ist eine Spielerei, aber ich glaube, es funktioniert. Könntest du ein Storyboard für mich machen? Wenn du interessiert bist, werde ich dir die Details sofort rüberschicken. Ganz ehrlich gesagt, ich denke, dass du diesen Job annehmen solltest. Es wird gut gezahlt und es würde deine Gedanken ablenken von... Nun... Du weißt schon. Von allem anderen. Bitte gib mir so schnell wie möglich Bescheid. Thomas Caldwell. Ich hatte es schon gesagt, ihr wisst es nur nicht, aber ich weiß nicht, ob das so die beste Idee ist, sich abzulenken von allem anderen mit irgendwelchen, ja, quasi Psychogedanken, realitätsverzehrenden Geschichten, ja, quasi. Ähm,
denke, wir machen hier... Ja, es wird dunkel. Und deshalb machen wir an der Stelle einfach mal einen Schnitt. Das ist okay. Beziehungsweise beenden die Folge. Ich werde dann später irgendwann nochmal eine Session aufnehmen. Ich denke, wir werden dann auch hier wieder hinkommen. Deshalb geht es dann für euch direkt weiter. Und ich sag vielen Dank fürs Schauen. Euer Kaffaun.